Hallo Freunde, wir haben am 27.07. das Sommerfest in Gera gefilmt und da haben sich dramatische Szenen ereignet. Sanna, was ist genau passiert? Ja, es war wirklich schockierend. Die Polizei ist regelrecht eskaliert und uns hat jetzt ein Freund Videomaterial zur Verfügung gestellt, wo ihr Stück für Stück sehen könnt, dass der Eskalation der Polizei keine Provokation zuvorgegangen ist. In diesem Abschnitt seht ihr, wie der Bürger mit verschränkten Armen steht. Er steht dort bei dem Sommerfest mit verschränkten Armen. Und im Hintergrund seht ihr, wie die Polizei gezielt auf ihn losmarschiert. Und jetzt seht ihr den Polizisten links, achtet genau auf ihn, wie er auf den Bürger losgeht, der sich natürlich wehrt. Es ist irgendwie nicht zu erkennen, dass irgendetwas im Vorfeld stattgefunden hätte. Und jetzt sieht man, wie weitere Polizei aufmarschiert und in das Getümmel reingeht und den Bürger, der zuvor mit verschränkten Armen dort gestanden hat, abführt. Links im Bild seht ihr den Rechtsanwalt Martin Kohlmann. Er hat ein Handy in der Hand. Es ist davon auszugehen, er möchte Beweismaterial erstellen. Und die Polizistin rechts von ihm schlägt ihm das Handy aus der Hand, was eine andere Frau aufhebt und ihm wieder anreicht. Und hier seht ihr, wie Herr Kohlmann weiter der Polizei folgen möchte. Und es wird Pfefferspray gezogen, um ihn und ein, zwei andere abzuhalten, das weiter zu verfolgen. Also was haltet ihr von der Situation, die sich da ereignet hat? War das das richtige Vorgehen der Polizei oder... Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Und hier unten haben wir rechts und links noch zwei Videos verlinkt, womit ihr euch ein weiteres Bild machen könnt.